Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus dem For Game Changers Studio. Wir haben heute schon sehr viel über den Konstantinus Award gesprochen. Ja, und ein ganz wichtiger Teil dieses Konstantinus Awards ist natürlich die IT-Branche. Und da herrscht, so wie in vielen Branchen, derzeit Fachkräftemangel. Und genau darüber wollen wir jetzt diskutieren. Deswegen darf ich hier bei mir im Studio begrüßen Frau Cornelia Samet. Sie ist People Managerin bei TA2Every Austria. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Alfred Hadl, ich freue mich, dass Sie noch hier bei uns im Studio sind. Und ich darf auch einen Gast aus Deutschland begrüßen, und zwar den Staatssekretär, Herrn Markus Richter. Er ist der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Informationstechnik. Hallo und herzlich willkommen aus Wien. Hallo, schönen guten Tag. Ja, vielleicht können Sie uns einen ganz kurzen Einblick gleich zu Beginn geben. Wie sieht es denn in Sachen Fachkräftemangel in der IT-Branche in Deutschland aus? Also wir haben da nach wie vor einen großen Mangel und sind mit verschiedenen Maßnahmen unterwegs. Ein wichtiges Thema dabei ist auch die Adressierung tatsächlich von Frauen. Denn wenn wir über IT und Digitalisierung sprechen, dann lebt das ganze Geschäft sehr stark auch von Diversität unterschiedlichen Blickwinkeln. Und deswegen ist es zwar gut, dass in Deutschland ca. 20.000 Frauen pro Jahr ein Informatikstudium aufnehmen. Laut Bitkom-Verband ist das etwa ein Viertel der Studierenden. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen sehr frühzeitig ansetzen. Wir müssen in die Schulen hineingehen. Und ich persönlich bin auch dazu übergegangen, ehrlich gesagt, bei Podiumsdiskussionen, wo keine Frauen vertreten sind, nicht teilzunehmen. Weil warum sollen wir auf diese Expertise verzichten? Diese Diversität von Lösungskreativität ist doch essentiell. Und ich glaube, da ist viel Expertise vorhanden, die wir stärker nutzbar machen müssen. Das heißt, wir dürfen uns da dieses Potenzials nicht abschneiden. Und das gelingt nur, wenn wir faktisch in der Schule schon anfangen, über Girls Days zum Beispiel gute Initiativen, aber auch über entsprechende Weiterbildungsangebote und das sichtbar machen. Wir müssen da stärker einfordern. Und die Bundesregierung in Deutschland ist bewusst auch da angetreten, um hier noch Impulse zu setzen. Gibt es da einen Zeithorizont, Herr Richter? Ja, ganz klar ist, dass wir sehen müssen, dass wir die Anmeldezahlen zu den Studiengängen in diesem Herbst, also zum nächsten Semester, deutlich steigen wollen. Das sind für uns Gradmesser, auf die wir jetzt einzahlen. Darauf zahlen natürlich auch viele Maßnahmen ein, die schon jetzt in den vergangenen Jahren auch ergriffen worden sind. Aber meine Prognose ist, dass es uns auch dort nicht gelingt, hinreichend, Kandidatinnen und auch Kandidaten zu finden, um die Studienplätze zu füllen. Deswegen müssen wir auch den Blick über den eigenen Tellerrand hinauswerfen, was Fachkräftegewinnung anbelangt. Wir haben in Russland, in der Ukraine eine ganz schwierige Situation, die allerdings auch dazu führt, dass Menschen nach Westeuropa reisen wollen. Und ich glaube, da tun wir gut dran. Und das hat die Bundesregierung in Deutschland auch getan, Hürden abzubauen, um Zuwanderung von Expertinnen und Experten zu erleichtern. Das ist sicherlich komplementär zu den Anstrengungen im Bildungssystem zu sehen. Herr Richter, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Vielen Dank, dass Sie Gast bei unserer Diskussion waren. Alles Gute nach Deutschland. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, und lassen Sie uns hier im Studio jetzt weiter diskutieren über dieses Thema, über den Fachkräftemangel in der IT-Branche. Herr Hadl, wie sehen Sie denn? Wie virulent ist dieses Problem derzeit? Also ich sehe ihn dramatisch. Wir haben in Österreich 24.000 Stellen offen. Das bedeutet einen Wertschöpfungsverlust von rund 3,8 Milliarden Euro für Österreich jedes Jahr. Der Fachkräftemangel in der IT wächst Jahr für Jahr. Bis in den nächsten 8 Jahren wird er ansteigen auf 30.000 offene Stellen. Das bedeutet, wir müssen dringend beginnen, alles, was wir an Ressourcen aufbieten können, zu mobilisieren. Und da müssen wir dann noch im Detail darauf zu sprechen kommen. Wir haben in Österreich diesen Fachkräftemangel. In Deutschland gibt es 94.000 offene Stellen. Und in ganz Europa reden wir von in den nächsten 8 Jahren von 11 Millionen offenen Stellen. Das ist so viel, wie ganz Schweden Einwohner hat. Nur um das irgendwie plastisch darzustellen. Das bedeutet, es ist einfach zu wenig, jetzt zu sagen, wir müssen mobilisieren, wir müssen es tun. Und wir müssen auch sagen, wie tun wir es? Und wenn ich mir vorstelle, dass wir ins nächste Semester gehen und es passiert so wie in der Vergangenheit, dann wird sich nicht viel tun. Da tut sich das, was sich immer getan hat. Das heißt, wir brauchen erstens ein ganz klares Marketingkonzept. Mhm. Wir brauchen ein Konzept über alle Hochschulen, Universitäten, berufsbildende Schulen, Lehrbetriebe
um hier auf den Mangel aufmerksam zu machen, um beispielsweise die unglaubliche Vielfalt in der IT aufzuzeigen. Wir haben mal nachgezählt, wie viele unterschiedliche Berufsbilder es gibt und sind bei über 80 stehen geblieben. Da gibt es noch viel mehr. Und wenn heute ein junger Mensch zu mir in die Wirtschaftskammer kommt, ich vertrete ja auch die IT in Österreich, und da sage ich, ja, es gibt aber das und das auch noch, dann wissen die das nicht. Das heißt, wir müssen mit einem Marketingkonzept viel breiter rausgehen, zu den Studentinnen und Studenten, zu den Schülern vor allen Dingen hingehen und davor natürlich auch schon weit vorher beginnen. Aber das machen wir vielleicht in der nächsten Frage. Frau Samitz, Sie arbeiten in der IT-Branche. Geben Sie uns einmal vielleicht einen Einblick, wie schwierig, was für Hürden dieser Fachkräftemangel Ihre Firma stellt. Die Hürde ist eigentlich, es ist so eine Art War of Talents. Ja. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann sich eigentlich aussuchen, ja, zu welchem Unternehmen ich gehe. Und dadurch kommt jetzt neben dem Fachkräftemangel auch diese andere Art des Arbeitens ins Spiel. Das heißt, Agilität, Flexibilität, Homeoffice, Teilzeitmöglichkeiten, das sind alles Dinge, die eine Firma bieten muss, um dem Fachkräftemangel eigentlich auch entgegenzutreten. Also das eine, was auch der Herr Dr. Richter gesagt hat, im Sinne von, ja, an die Schulen gehen, an die Unis gehen, schauen, dass mehr Studierende kommen. Ich glaube, das ist nur eine Sichtweise oder nur eine Möglichkeit. Ja. Man muss die Lehrlinge schauen, dass man die in die Unternehmen bekommt. Auf der anderen Seite, ich glaube, Sie wollten es auch schon ansprechen, auf der anderen Seite auch die berufsbildenden Schulen ganz früh anfangen, um einfach dieses Interesse für die IT oder ich sage mal Digitalisierung, ja, weil ich glaube, IT ist ein bisschen verstaubt, dieses Interesse für die Digitalisierung einfach auch zu fördern und so frühzeitig die Fachkräfte zu interessieren für diesen Bereich. Ich glaube, dass man das ein bisschen versäumt hat und durch Covid hat das einfach einen enormen Push nochmal bekommen in den letzten 2 Jahren. Das merken wir einfach, dass ganz viele Unternehmen jetzt auf die Idee kommen, na, eigentlich sollte man auch digitalisieren oder einen Job bauen oder auch Homeoffice einfach ermöglichen. Ja? Und dann braucht es eine Plattform wie Microsoft Teams auf einmal und dann braucht es Consulting-Unternehmen, wie wir es zum Beispiel sind, um zu sagen, das könnt ihr damit machen, so könnt ihr eure Mitarbeiterinnen auch im Homeoffice einbinden. Mhm. Herr, was glauben Sie, wo müsste man den Hebel ansetzen, um eben diesen Fachkräftemangel zu begegnen? Also zuerst möchte ich vielleicht noch mal kurz die Branche umreißen. Mhm. Wir haben rund 9.600 Arbeitgeberbetriebe in der Digitalisierung mit einem Umsatz von 40 Milliarden Euro. Das bedeutet 10% vom BIP. Und das bedeutet wirklich einen Konjunkturmotor, auf den wir großteils verzichten. Wenn wir jetzt nur eine einfache Milchmädchenrechnung machen, es sind rund 8% Frauen in der IT und 92% sind Männer. Wenn wir diese 8% nur verdoppeln könnten, hätten wir von den 24.000, die jetzt fehlen, schon ziemlich viel erreicht. Das wäre schon eine wichtige Geschichte. Was braucht es? Es braucht einmal weg mit allen Lippenbekenntnissen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir wieseln alle durch die Gegend und jeder sagt, der geht irgendwo hin und wir müssen mobilisieren. Aber was bedeutet es wirklich? Das heißt, ein Konzept zu schnüren, über alle Unis drüber und den gesamten Schulbetrieb, das aber auch transparent zu machen. Das bedeutet außerdem nicht nur bei den Hochschulen und bei den Universitäten oder bei den Schulen das Problem zu suchen, sondern es beginnt auch bei uns zu Hause. Es beginnt nicht im Kindergarten, sondern bei uns zu Hause. Ich habe einen Enkelsohn und ich versuche den auch auf rosarot einzustimmen und nicht nur auf blau, wenn Sie wissen, was ich meine. Mhm. Es gelingt mir nicht. Er greift aufs Auto und ich denke mir, okay, wie schafft man das jetzt, dem Buben zu zeigen, auch die Mädchenspielsachen sind interessant und können Kreativität hervorrufen und umgekehrt. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz, ganz vorne ansetzen und das ist offenbar schon archaisch so gespeichert, dass Buben halt das machen und Mädchen das machen. Und da ist, glaube ich, ein ziemlich großer Nachholbedarf für uns alle und zu Hause. Und wenn die Schule dann die jungen Menschen sozusagen IT oder digitalisierungsaffin machen soll, dann ist das schon zu spät. Das Mindeste wäre, dass wir im Kindergarten entsprechend, und jetzt nicht nur Digitalisierung unterrichten, sondern dass wir entsprechend auch die Kinder vorbereiten, dass sie aber in der Schule dann beginnen mit einem verpflichtenden Unterrichtsfach, das jetzt nicht nur digitale Grundbildung macht, so ein bisschen Kreativität da und gar keine Informatik da, sondern konkret, wir fordern einen Informatikunterricht. Das heißt aber nicht, dass wir Wissenschaftler hervorbringen wollen, sondern dass sie vielleicht mit einfachen Möglichkeiten lernen, zu programmieren, eine eigene Sprache zu entwickeln. Das geht relativ einfach. Und das muss schon ganz vorne beginnen, beim Kindergarten schon der erste Anstoß und dann in der Schule natürlich mit einem richtigen Unterrichtsfach, das Informatik heißt und nicht digitale Grundbildung.
Vielen Dank für diese Einblicke. Frau Sammelnitz, Sie sind eine Frau in der IT-Welt. Was ist Ihre Erklärung? Warum glauben Sie, das waren ganz interessante Zahlen, mit einer 8% ja. sind Frauen in der IT-Branche. Was ist Ihre Erklärung? Warum glauben Sie, ist das so niedrig? Und wie kann man es heben? Vielleicht, ich glaube, ich hatte das Glück, aus einer IT-affinen Familie zu kommen. Also meine Mutter hat schon sehr früh in der IT gearbeitet, 30, 40 Jahre her, und hat da auch als eine der ersten ein ganzes Entwicklungsteam geleitet, womit ich schon sehr früh eine Prägung eigentlich in die Richtung bekommen habe und damit das Interesse da war, ich möchte mal in die IT. Dann habe ich auch durch meinen Vater eine Prägung in die Richtung bekommen. Und damit war mein Interesse sehr früh da. Ich möchte in die Richtung etwas tun. Aber das Glück haben ja viele vielleicht gar nicht. Ja, die wachsen in einer Familie auf, die nichts mit IT-Digitalisierung zu tun haben. Die haben vielleicht ein Smartphone, aber nur weil ich ein Smartphone habe, heißt das noch per se nichts, dass ich mich auch wirklich damit auskenne. Das heißt, dort muss ich eigentlich ansetzen und sagen, welche Möglichkeiten, so wie Sie es gesagt haben, habe ich im Kindergarten, habe ich in der Volksschule, dass dort, sagen wir mal, zum Beispiel ein Spielzeug den Einzug hält. Ich habe zum Beispiel selbst so einen Cosmo daheim. Das ist so ein kleines Spielzeug, das man programmieren kann über ein Tablet. Und meine Nichte war so begeistert, dass sie über kleine Apps quasi eine gesamte Geschichte erzählen konnte. Ja. Das ist sehr spielerisch, die ist 7 Jahre alt. Das kann eigentlich dann wirklich jedes Kindergartenkind machen. Und so erzeuge ich auch irgendwo das Interesse daran, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Und dann gibt es aber auch mehr Möglichkeiten oder mehr das Verständnis, dass ich nicht nur ich code nur oder ich entwickle jetzt nur, sondern ich habe ganz viele Varianten und Möglichkeiten in der IT. Ja. Ich kann dann in Richtung Projektleitung gehen, ich kann in Richtung, sagen wir, in der Agilität Scrum Master, das heißt, ich bin dafür zuständig, dass ein Team gut arbeiten kann. Ich bin vielleicht überhaupt beim Kunden und versuche mit dem Kunden Lösungen zu erarbeiten. All das sind dann Möglichkeiten, die ich in der IT-Branche irgendwann habe. Aber das Interesse muss irgendwo daheim oder, so wie Sie gesagt haben, auch im Kindergarten schon beginnen. Aber das ist schon ganz interessant. Glauben Sie, dass einfach dass die Studien vielleicht, sag ich mal so, den falschen Namen haben, dass die was anderes vermitteln, dass man dann am Ende eigentlich, wenn man on the job ist, was man dann macht? Ja, ganz definitiv. Also ich habe selbst Erfahrung gemacht, in der HTL lernt man, also ich habe die Schwengergasse besucht und ich habe ganz klassisch etliche Programmiersprachen gelernt. Und ich programmiere jetzt nicht mehr, das heißt aber nicht, dass ich nicht in der IT gerne zu Hause bin und neue Dinge lerne, aber ich habe diese Affinität noch, aber diese Idee, welche Möglichkeiten, welche Berufsbilder ich habe, das fehlt an den Schulen. Ich habe das gemerkt, wir waren an der HTL Schwengergasse für die Firmeninformationstage und dort mit vielen Schülerinnen gesprochen, die einfach gerade, egal in welcher Schulstufe sie gerade sind, ist das ihr Fokus. Die einen sagen, ich will jetzt unbedingt Webdevelopment machen, die nächsten sagen, ich möchte im Data Science arbeiten. Aber es gibt ja daneben noch ganz viele andere Möglichkeiten. Gerade für jemanden, der so vielleicht eher in Richtung, ich arbeite gern mit Menschen, dann möchte man gern auch dem Kunden helfen, eine Lösung zu finden oder zu schauen, was brauchen denn vielleicht auch die Mitarbeiterinnen in der Produktion, was ist relevant, was ist auch nachhaltig, weil das ganz, ganz wichtig ist, gerade für die jungen Menschen und damit, eine schwierige Situation. Ja. Herr Hadl, glauben Sie auch, dass der Fachkräftemangel ist derzeit ein Phänomen, das uns in sehr vielen Branchen begegnet, bei Gott nicht nur in der IT-Branche, macht es das zusätzlich schwierig eben für die IT-Branche, dass sozusagen so viele Branchen händeringend Leute suchen? Hat es dann die IT-Branche da besonders schwer oder besonders leicht, dann jemanden zu finden? Ob es besonders schwer oder besonders leicht ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wenn, dann würde ich eher sagen, besonders schwer, weil IT und Informatik natürlich kein leichter Beruf ist. Da brauche ich auch eine große Portion Talent mit, sonst kann ich da nicht bestehen. Aber ich möchte noch einmal das Augenmerk auch auf die Dropout-Quoten, nämlich jene, die ausscheiden, vorzeitig aus dem Studium lenken. Wir haben an den Universitäten durchschnittlich mehr als 50% Dropout-Quoten. Das bedeutet, dass innerhalb der ersten 3 Jahre, nämlich auch vor dem Bachelor, bereits mehr als 50% die Uni wieder verlassen oder die Schule wieder verlassen. Auch Fachhochschulen sind mittlerweile daran beteiligt. Das bedeutet, wir müssen auch hier ansetzen, dass jene, die bereits Interesse bekundet haben, dass wir uns überlegen, warum steigen die aus?
Was passiert da, dass die im ersten, zweiten Jahr aussteigen? Das sind dann meist junge Menschen, die erstens einmal mindestens ein Berufsjahr verloren haben. Zweitens haben sie einen Studienplatz für andere versessen, weil andere konnten jetzt vielleicht nicht studieren, weil es eine Aufnahmequote gibt. Das bedeutet drittens, dass wir hier sehr viel Wertschöpfung verlieren und wir hätten die Interessenten schon da gehabt. Das heißt, eine weitere Forderung ist zu dem Marketingkonzept, dass wir erstens ein Konzept haben, wo drin steht, welche Studentinnen und Studenten suchen wir und die aber auch wirklich adressieren und nicht Breitband, wir sind offen, Sie können uns skripieren und kommen Sie doch und probieren Sie es, das kann es nicht sein, sondern es muss gezielt, müssen die richtigen jungen Menschen angesprochen werden. Und zweitens erwarte ich mir, wie in jedem Betrieb, dass darüber nachgedacht wird, wie halte ich die Studentinnen und Studenten an der Universität oder an den Schulen oder Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrlinge. Wir haben mittlerweile 6.000 Lehrlinge in den Betrieben, die IT in weiterer Form machen. Das bedeutet, da erwarte ich mir wirklich eine Professionalisierung und nicht ein Ausscheiden, ein Aussortieren und die sind nicht gut genug, sondern warum sind es die nicht, wenn sie Interesse hatten? Das gehört für mich auch zum Gesamtkonzept dazu. Und vielleicht noch ein Wort zur Lehre. Wenn wir die Lehre weiterhin so aktiv betreiben, wie das duale Ausbildungssystem, das weltweit seinesgleichen sucht, und wenn wir das weiterhin in Österreich so weiter fortsetzen, dann haben wir Steigerungsraten, die in der Vergangenheit schon von 5% ungefähr lagen jedes Jahr. Das bedeutet, dass wir da schon fürs Coden zum Beispiel, das ist ein wunderbarer Lehrberuf beispielsweise, fürs Coden könnte man wunderbar junge Menschen begeistern. Man muss sie nur direkt adressieren, man muss es ihnen schmackhaft machen und man muss vielleicht dorthin gehen, ich habe es schon mehrmals gesagt und ich kann es nicht oft genug wiederholen, ich wünsche mir auf jedem Bahnhof ein Screen, wo man die IT-Berufe transparent macht, wo man aber auch zum Beispiel zeigt, an der Universität sind gerade Studentinnen ausgeschieden oder Studenten und ich kann von Innsbruck nach Wien gehen, weil der vielleicht in Wien studieren möchte, der Student. Und das würde aber auch flexibilisieren und würde auch dynamisieren. Und das braucht es, glaube ich, in dem Konzept und würde sich möglicherweise manches dann auch von selber ergeben. Wir haben in der Diskussion, auch der Herr Richter hat das gesagt, eben die Frauenquote, wie wichtig die ist. Nehmen Sie uns vielleicht einmal mit, wie schwierig oder wie leicht ist es als Frau in der IT-Branche, im Arbeitsalltag würde ich jetzt mehr sagen. Ich meine jetzt gar nicht, wie man reinkommt, wie man dort ist, sondern im Arbeitsalltag. Ist das was Besonderes? Sind Sie was Besonderes dort? Nein, sehe ich eigentlich nicht so. Also ich glaube auch, dass wir dorthin müssen, dass es eben nichts Besonderes ist, sondern es ist ein anderer Aspekt, den man einfach reinbringt in ein, sagen wir mal, ich habe einen Workshop geleitet, da war ich als Frau mit einem Workshop von lauter Kollegen dort. Und das ist genau diese Balance, die es braucht in der IT. Ja, das heißt, ich möchte eigentlich dorthin, dass es eben keine Ausnahme mehr ist. Und ich empfinde es auch nicht so. Also man bekommt die gleiche Wertschätzung wie jeder andere auch. Man wird für seine fachliche Qualifikation angesehen. Da hat sich schon so viel getan, dass ich eigentlich froh bin, auch wirklich in dieser Zeit jetzt arbeiten zu können, weil sehr viel davor schon passiert ist, wo es einfach schon wesentlich leichter ist, in der IT zu arbeiten. Und gerade bei uns im Unternehmen, das zählt, nämlich das, was ich leiste, das, was ich mit einbringe, das, was ich mitgestalten kann, das ist das, was wirklich führend ist und nicht, ob ich jetzt weiblich, männlich, non-binär, alle anderen Geschlechteridentifikationen, die es gibt, das spielt einfach keine Rolle, sondern wir möchten divers sein. Und ich bin eigentlich froh, dass sich da schon was getan hat. Wir sind trotzdem noch nicht so gut mit der Frauenquote, einfach weil wir davor in der Ausbildung ja auch noch anfangen müssen, damit einfach junge Mädchen das Interesse überhaupt daran haben und die Möglichkeiten sehen, welche Berufsbilder es, wie gesagt, gibt in der IT. Ja. Also für mich gibt es keinen Unterschied mehr und das finde ich auch gut so. Wenn Sie in Ihrer Firma mit Kolleginnen sprechen, was ist da so das Feedback, das Sie bekommen? Gab es da am Anfang Ressentiments? Nein, ich will nicht in die IT und habe mich dann doch sozusagen dafür entschieden. Wissen Sie, was ich meine? Also wie ist sozusagen das Feedback? Ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Zugänge, warum man in die IT geht. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel Quereinsteigerinnen auch oder auch Quereinsteiger, also beides, die irgendwo dann durch jetzt auch vielleicht diese Digitalisierungswelle, die ja über uns herum hereingebrochen ist, einfach dort könnte ich auch arbeiten und das interessiert mich. Und dann einmal geschaut, was gibt es denn da so für Berufsbilder? Und zum Beispiel, was ich vorher schon gesagt habe, Scrum Master, Agile Coach, das ist einfach so ein Schlagwort im Moment. Aber das ist genauso eine, ich sage mal, Nischenrolle oder Nischenprofession,
Rollenbild, für, gerade für Frauen, weil es ein Gespür braucht für die Menschen, ein Gespür braucht, wie funktioniert ein Team, um dann das Team in eine richtige oder in eine neue Richtung zu führen. Ja, viele Unternehmen sind noch hierarchisch aufgestellt, viele junge Menschen wollen das aber nicht mehr, die wollen Selbstverantwortung, die wollen Flexibilität, und das ist genauso ein Berufsbild, wo ich als Frau total leicht einen Einstieg finde und somit auch leicht einen Einstieg in die IT finde, weil da ganz viele Anknüpfungspunkte sind. Ja. Vielen Dank. Wir sprechen über das Thema Fachkräftemangel. Herr Alfred Hadl, Sie sind Obmann vom Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Wir leben in sehr schwierigen Zeiten, sage ich jetzt einmal, am Stolpern ein bisschen von einer Krise in die nächste, also von der Corona-Krise. Jetzt ist der Ukraine-Krieg mehr oder weniger vor der Haustür. Was ist Ihre Wahrnehmung, inwieweit haben diese letzten Monate diesen Fachkräftemangel in der IT, aber Sie haben einen ganz guten Einblick auch in andere Wirtschaftsbereiche, inwieweit hat sich das jetzt noch verschärft? Naja, zuerst einmal hätte ich mir gewünscht, dass wir wesentlich aktiver auf ukrainische IT-Expertinnen und Experten zugehen, nämlich Sie kommen in Österreich an, da versuchen Sie heute mal eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen und Sie sprechen vielleicht nur Ukrainisch oder Sie sprechen nur Russisch oder vielleicht nur Englisch, dann beginnt hier schon das Problem, dass der Gewerbeschein schon ein längerer Prozess sein kann, der nicht jetzt unbedingt bei uns in der Interessensvertretung liegt, sondern einfach davor. Das bedeutet, ich hätte mir gewünscht, die große Tafel, dort kommen die Ukrainer an und hier geht es zur IT, hier bekommst du deinen Arbeitsplatz, hier bekommst du deine Weiterbildung, wenn es sein soll, auch sprachliche Ausbildung und so weiter. Das heißt, wir müssen als IT-Land Österreich, wenn wir das sein wollen, und da führt, glaube ich, kein Weg daran vorüber, IT ist einfach, muss in unserer DNA festgeschrieben sein. Das bedeutet, dass wir da wesentlich mehr auf ausländische IT-Fachkräfte, wie jetzt ukrainische beispielsweise, zugehen müssen. Ich arbeite auch in einem ukrainischen Team mit. Das Erste, das die Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine gemacht haben, war, eine Plattform zu entwickeln, wie kommen wir wieder zurück. Wir möchten so schnell es geht wieder in die Ukraine zurück. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das ist aber jetzt eigentlich schade. Hier lassen wir gerade sehr viel Know-how wieder abziehen. Wir haben ja in der Wirtschaftskammer auch die Plattform Jobs for Ukraine entwickelt. Da geht es auf relativ einfache Art und Weise, können die Suchenden oder die einen Job suchen oder die halt Arbeitsstellen zur Verfügung stellen, sich darauf melden und auch finden. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, das Thema nicht wirklich großartig aktiv letztendlich geleistet. Da bedarf es eine nationale Kraftanstrengung, denn dazu gehört auch, dass wir das wollen, dass wir nicht ausländische Fachkräfte als Fachkräfte zweiter Klasse sehen, sondern dass wir wirklich sagen, wir wollen sie hier und wir tun alles, damit sie sich bei uns auch wohlfühlen, wie die Österreicherinnen und Österreicher selbst auch. Das bedeutet einen Wandel in uns, möglicherweise in uns allen, dass wir das wirklich von Herzen wollen. Dann würden wir uns wahrscheinlich wesentlich leichter tun, auch eben mit der Krise, mit der Ukraine. Vielen Dank. Frau Sammetz, was denken Sie, wie hat die derzeitigen Krisen, muss man leider in der Mehrzahl sprechen, Sie sind zu Beginn schon kurz darauf eingegangen, aber ganz kurz noch, inwieweit hat das die Situation, die ohnehin schon schwierige Situation, noch verschärft? Ja, ich würde gerne vielleicht noch anknüpfen an das, was der Herr Hall gesagt hat. Ich glaube, es ist eines zu sagen, ich biete Jobs für gerade Kolleginnen aus der Ukraine an. Auf der anderen Seite, da wir ein Consulting-Unternehmen sind, wir haben auch viele österreichische Kunden, da braucht es auch ein bisschen Flexibilität, dass ich dann so weit bin und sage, ich rede jetzt auch mal Englisch mit einem meiner Consultant. Also das braucht es schon auch noch zusätzlich, um das überhaupt zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch eines der Punkte, vielleicht auf Ihre Frage. Es hat sich verschärft durch diese Krisen. Es sind viele Digitalisierungsthemen. Und wir wollen natürlich, sagen wir mal, Mitarbeiterinnen aus dem Ausland gern bei uns aufnehmen. Aber die Frage ist dann immer, naja, wo, bei welchen Kunden kann ich sie denn sinnvoll einsetzen, mitarbeiten lassen? Das heißt, ich bin sehr eingeschränkt auf die, die gerne Englisch sprechen. Also ich glaube, da brauchen wir selber auch am österreichischen Markt noch ein bisschen Flexibilität in diese Richtung. Herr, eine abschließende Frage. Das Thema Fachkräftemangel ist natürlich, wie gesagt, sehr virulent. Was glauben Sie, kann es auch singuläre Events geben? Ich spreche jetzt nicht unbedingt vom Konstantinus-Award, sondern prinzipiell
Events, um da die Leute noch mal mehr dazu zu begeistern. Ich denke ein bisschen an das, was Sie gesagt haben von den Bahnhöfen, das bleibt mir ein bisschen im Kopf. Wär das so eine Richtung, in die Sie da gehen wollen? Ganz sicher, und der Konstantinos ist natürlich ein Shining Star unter all diesen Projekten und ist eigentlich das Leitprojekt, das man hier so, nämlich das Licht, den Lichtstrahler, den man da wirklich zeigen kann. Wir machen selbst viele Events. Wir haben in zahlreichen Fachgruppen durch ganz Österreich hindurch unzählige Events. Wir bilden auch IT-Fachkräfte aus. Wir haben einen europaweit wohl einzigartigen MBA in IT. Der ist regelmäßig ausgebucht. Das machen wir mit unserer UBIT-Akademie Insight. Wir haben unglaublich viele Lehrgänge und Ausbildungen dort angeboten und beispielsweise im Masters Club für CMC, für die zertifizierten Berater, haben wir Diskussionsplattformen, um genau diese Themen auch aufzuarbeiten und diese Themen zu bearbeiten. Ich möchte aber noch so als kleinen Ausblick etwas Positives auch zum Schluss sagen. Die IT-Branche und die Unternehmensberatungsbranche, auch die Buchhalter, haben es geschafft, im Corona-Jahr und danach bereits den Umsatz wieder um 7,7% zu steigern. Wir sind jetzt bereits wieder auf einem Niveau, das höher war als vor Corona. Wir haben aber auch, und das freut mich ganz besonders, mittlerweile 104.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den IT-Betrieben und Beratungsbetrieben eingesetzt. Auch hier ein Plus von 5,5. Das heißt, das freut mich besonders, denn in Corona haben viele gesagt, sie bauen ab, sie mussten abbauen. Unsere Branche hat aufgebaut und hat damit auch einen großen Wertschöpfungsfaktor gebracht. Und vielleicht noch abschließend, wir investieren jedes Jahr 3 Milliarden in Innovation. Im Corona-Jahr hat es die Branche verdoppelt. Das heißt, wir waren davor bei 1,2, ungefähr bei 1,3 Milliarden, jetzt sind wir bei 3 Milliarden und in die Ausbildung werden noch einmal separat 380 Millionen investiert. Das heißt, die Branche, die Digitalisierungsbranche, Unternehmensberatung, Buchhaltung, IT investiert in sich selbst gewaltig, um den Kundinnen und Kunden wirklich top aktuelles Wissen zu vermitteln und State-of-the-art Beratungsleistungen zu bieten. Das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen im Besuch im Studio und natürlich auch bei Ihnen, Frau Samitz. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Ja, und auch bei Ihnen zu Hause. Ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Sendung gefallen. Ich freue mich sehr, dass Sie zugesehen haben. Und für alle, die sich noch für den Konstantinos Award interessieren oder vielleicht überlegen, anzutreten, auf www.konstantinos.net gibt es alle weiteren Informationen. Noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.